Hauptsymptome beim Zähneknirschen oder Pressen, häufig des Nachts, sind Aufwachen morgens mit Kopfschmerzen oder auch, dass man ein Gefühl von Steifigkeit im Bereich der Kiefermuskulatur verspürt. Therapiemöglichkeiten wären, dass der Zahnarzt erstmal nach dem Biss an sich guckt und ob die Zähne in Ordnung sind. Und wir würden dementsprechend gucken, ob die Kopfschmerzen aus der verspannten Muskulatur rauskommen. Wir zeigen euch jetzt Übungen, das macht die Eva hier, zum Entlasten des Kiefergelenkes. Einmal bitte locker auf und zu, aber ganz locker, genau. Dann kann man den auch schön nach rechts und links schieben. Rechts, links, ganz locker, leicht geöffnet und einmal vor und zurück. Das nächste, was wir jetzt dann haben, wäre auf die Haltung vom Kopf zu achten und einfach dieses Kinn mal vorschieben und wieder nach hinten richtig gerade, ein bisschen übertrieben. Jeder kennt auch eine Dehnung von einem Muskel, die erkennt man bestimmt, die man auch schön am Schreibtisch mal zwischendurch machen kann. Dann kommen wir jetzt, dass wir so ein bisschen in die Kräftigung oder leichte Anspannung der Kiefermuskulatur gehen. Das können wir genauso wie vorhin beim Warm-up machen. Einmal den Unterkiefer leicht auf und gegenhalten. Dann einmal nach rechts oder nach links in diesem Fall. Gegenhalten, einmal nach rechts. Wieder 5 bis 10 Sekunden. Und ruhig auch, was wir vorhin hatten, einmal nach vorne. Wir nehmen die Hand und den Finger unterhalb des Kinnes, die Eva zeigt es hier, und öffnet den Kopf nach hinten weg. Somit öffnet man den Kiefer und bewegt aber in der Halswirbelsäule. Man sieht dabei ja schon ganz schön witzig aus, aber das ist wahrscheinlich kein Hindernis, oder? Nein, es ist einfach gut, dass man weiß, was kann ich machen, um die Muskulatur etwas zu entspannen, besser durchblutet zu haben. Und es ist wirklich, man kommt sich komplett bescheuert vor. Aber man merkt einfach, dass sich was löst, dass sich was lockert und das macht Sinn. So, dann kann man den Hauptkaumuskel, wir zeigen ihn hier einmal, die Eva beißt mal zu und dann sieht man hier die Bewegung dieses Muskels. Die Bilder haben Sie ja vorher auch gesehen, den kann man nochmal punktuell durchmassieren mit leichten kreisenden Bewegungen oder wirklich auf schmerzhafte Punkte einmal drauf gehen. Was man auch nutzen kann, wäre ein Ball, Tennisball, einen normalen Ball, um wirklich dann da mit kreisenden Bewegungen den Muskel durchzumassieren. Es gibt noch eine schöne Variante, um die Muskulatur auch gerade im Bereich der Kopfgelenke zu lösen. Das ist jetzt, was man so kaufen kann. Es gibt aber auch, dass man einfach 2 Tennisbälle nimmt, die man zusammentaped und dann kann man es genauso nutzen wie dieses Teil hier. Man setzt dieses Teil wirklich genau im Bereich der Kopfgelenke an, hier. Man lehnt, macht es an der Wand und kann jetzt hier ein bisschen sich hoch und runter bewegen. Das macht man aus den Knien heraus und kann sich dann dort die Muskulatur detonisieren, weicher kriegen, lösen. Ganz wichtig ist immer bei diesen Techniken, wo man Druck in die Muskulatur gibt, dass der Schmerz nachlässt. Das soll nie so sein, dass der Schmerz einfach immer mehr wird. Und das ist eine ganz schöne Variante, kann man auch in tieferen Regionen der Wirbelsäule sehr gut benutzen.